Oh nein, es ist Montag. Du willst aber wirklich nicht zur Schule gehen, oder? Versuch, deinen strengen Vater zu überreden und ihm zu zeigen, dass du Fieber hast. Es stellt sich heraus, dass das nicht so einfach ist, wie wir dachten. Deswegen versuchst du die ganze Zeit, die Temperatur zu erhöhen, so hoch, wie es nur geht. Das klingt lustig. Das klingt fast wie ich. Der alle Heizungen hochgedreht hat, nur damit meine eigene Mutter denkt, dass sie Fieber hat und ich auch Fieber hab, damit wir nicht in die Schule fahren können, weil ich zu faul war, in die Schule zu gehen. Freunde, ich würde sagen, das schauen wir uns mal an. Das sieht lustig aus. Okay, choose your unit. Ja, Celsius. Celsius, Bruder. Celsius und Start. Die Musik. Oh nein, es ist wieder Montag. Ich muss zur Schule. Ich will eigentlich heute zu Hause bleiben, um ehrlich zu sein. Ah, ich weiß, was ich mache. Ich gehe zu Papa und sage, dass ich krank bin. Er hat keine Wahl, außer mich hier daheim zu lassen. Ich bin ein Genie. Der Sound. Was ist das? Warte, warte. Computer, gib Feedback. Okay. I love you. Okay, pass auf. Wir machen auf. Oh mein Gott, da ist Papa. Oh nee, zu dem gehe ich nicht. Cool Fanart made by players. Oh, okay, cool. Warte mal, kann ich auch ein Fanart machen? Kann ich auch ein Fanart machen? Oh, das ist großartig. Okay, das ist wirklich großartig. Ich will mir erstmal umsehen. Kann ich auch einfach weglaufen? Wisst ihr, weil ich habe keine Lust. So ein Ding ist das. Ich brauche Donations. Ey. Schrei hier nicht so rum, ja, okay? Schrei hier bitte nicht so rum. Warte mal, da hinten geht's in den dunklen Wald. Kann das sein? Ui, ja, da geht's aber nicht rein. Okay, alles klar. Ja gut, immerhin haben wir eine fette Butze, Leute. Schaut euch das an. Okay, holy macaroni. Erstmal ein bisschen umsehen. Okay. Oh, warte, Toilet? Sogar mit Animationen. Yo, das Game ist großartig. Gefällt mir. Ich gehe zu Papa. Papa, ich fühle mich nicht gut. Vielleicht wäre es eine gute Entscheidung, mich heute von der Schule daheim zu lassen, damit ich meine potenzielle Krankheit nicht an der Schule verbreite. Kann ich heute vielleicht zu Hause bleiben? Lass mich mal sehen. Grad. Du bist... Okay, mach dich für die Schule bereit. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Ah, Mist, ich muss einen Weg finden, ihn zu überzeugen. Oh, ich weiß, was ich mache. Ich mache die Lichter in meinem Schlafzimmer an und meine Körpertemperatur wird nach oben gehen und Vater wird mir erlauben, hier zu bleiben. Okay, turn on every light in your room. Das bringt doch nichts. Was? 0,5? Ist das ein Quatsch? Papa, ich glaube, dass das Thermometer die falsche Temperatur angezeigt hat. Kannst du es vielleicht nochmal probieren? Okay. Es ist ein bisschen mehr wie vorher, aber es ist nichts, über was man sich Sorgen machen soll. Geh zur Schule. Ich brauche mehr Temperatur. Lass uns jedes Licht im Haus anmachen. Oh, ich weiß genau, wohin das geht, ey. Sagt er. Naja, guck mal, ich mach jedes Licht an. Was machst du? Was willst du? Ist das ein Quatsch? Oh mein Gott. Gibt's hier irgendwo noch Licht? Nee. Den Fernseher könnt ihr noch anmachen. Das macht bestimmt auch noch was her. So. So. Was haben wir noch? Die Garage. Gibt's hier noch was in der Garage? Ja, hier. Okay. Wir gehen wieder zu Papa und sagen ihm, dass wir krank sind. Papa, ich glaube wirklich... Oh, gee. Jetzt bin ich gespannt. 37,7. Du bist okay. Nimm Frühstück und nimm Bad. Oh, das ist eine wundervolle Idee, Papa. Sehr wundervoll. Okay. Breakfast and have a bath. Okay. Empty mug. Grab. Was mache ich damit?
Okay, Heat Up Chocolate. Ist das mein... Das mein Frühstück? Ist das mein Frühstück? Die Schokolade aufwärmen? Ich könnte sie ja über mein Gesicht schütten, oder? Okay, das war das Frühstück. Okay, alright, 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 alright. Oh ja, wir drehen das ganz heiß auf, okay. Geh zu Papa und sag, dass du krank bist. Papa, ich muss dich nochmal darum bitten, dass du meine Temperatur nochmal misst. Ah. 40,2. Okay, kein Problem. Du musst zur Schule gehen. Ändere deine Kleidung, hä? Okay, Papa, werde ich machen. Hä, ich habe 40 Grad Fieber. What? Alright, 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 alright. Wir gehen wieder zu Papa. Papa, ich glaube wirklich... Ja, ich weiß, deine Temperatur. ...40,7. Schau, du bist nicht krank. Oh Mann, das wird härter, als ich gedacht habe. Vielleicht muss ich es versuchen, dass ich die Hitze im Haus behalte. Bei 40 Grad, Leute, da kannst du schon fast einen Krankenwagen gerufen. Das hatte ich letztes Jahr, vorletztes Jahr, mit der echten Grippe, mit der Influenza. Was? Was? Das hatte ich vorletztes Jahr mit der echten Influenza, Leute. Da hatte ich, so ab 41 wird's kritisch. I can't carry you anymore. Also? Gut, also wir müssen alle Fenster schließen. Alle Fenster schließen. Die Garage zumachen, oder? Geht das? Nee, das geht nicht. Aber dann mache ich hier einfach die Tür zu. Ach so. Ach, die Heizungen. Oh ja. Gut, gut, gute Englisch. Gute Englisch. Ich gute Englisch machen. Okay. Jetzt bin ich gespannt, ey. Papa, bla bla bla. 46,7. Du bist okay. Da du jetzt okay bist, geh jetzt endlich zur Schule. Geh jetzt oder du wirst den Bus verpassen. Immer noch nicht genug? Ich werde Schule irgendwie skippen. Okay. Ja, gut. Dann machen wir das. Papa? Papa ist... Oh Gott. Papa, es wird jetzt sehr ungemütlich hier, will ich dir nochmal sagen. Das will ich dir nur mal so mitteilen, ne? Okay, hier draußen ist alles gut. Wäre nice, wenn man rausgeht und es wäre alles wieder gut. Warte mal, wo ist denn bitte noch? Also hier. Nö. Hallo? Nein, Toilet? Oh nein. Nein, ich wollte nicht kacken. So, jetzt aber. Papa? Ja? Immer noch da? Ich dachte, du bist schon weggegangen. 52,7. Du bist okay. Was zum Teufel? Was kann ich denn noch tun? Ah, ich weiß. Das Feuer. Oh, der Kamin. Oh, Junge, ey, das ist doch auffällig ohne Ende, oder? Burn your homework in the fireplace, okay? Warte, warte, warte. Ich gehe mal zu Papa damit. Ist das ein Quatsch? Warte. Wie findet ihr überhaupt das Bild von Mama auf dem Acker, ey? Ist auch nice. Today's homework, ist das nice. Okay, zack. So, jetzt aber. Komm schon, 5 Grad. Ist das geil, das Game? Da gibt's kein anderes Wort dafür. Da ist nichts falsch mit, that's it. Okay, jetzt wird's wirklich ernst. Put the fork in the microwave, don't try this at home. Junge. Oh, jetzt ist aber übertrieben hier. Na, jetzt wird's übertrieben. ...67 Grad, du bist nicht krank. I need more heat! Verbrenn das Auto! Bitte was! Oh mein Gott. Oh mein Gott, ey. Okay. So, warte, warte, warte. Ich brauche irgendwie ein Feuerzeug oder sowas. Ah, hier. Okay. Light up Gasoline. Wir furzen rein. Oh mein Gott. Junge, 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 Junge.
Der wird dich trotzdem nicht. Der wird dich trotzdem nicht daheim lassen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. 97 Grad. Du musst zur Schule gehen. Ah! Okay. Ich muss die Bäume verbrennen. Oh, Junge. Alle Bäume? Was ist das da oben? Was ist das da oben? Was? Ah ja, thank you. Okay, go tell father you're sick. Alter Schwede, ey. Ey, ihr Mistfieber, ihr habt den Bus doch eh schon lang verpasst. 197 Grad, du geh zur Schule, du musst. Das gibt's doch nicht, Herr im Himmel. Okay, füll den Pool mit Lava. Wo haben wir einen Pool? Haben wir einen Pool? Fülle den Pool mit Lava. Mighty Ignatius, Meister der Flammen. Ich beschwöre dich, erhöre mein Gebet. Also Leute, also jetzt... Was ist geht ab, ey? What's up? Oh, nobler Ignatius. Oh Gott, ja, ja, komm, mach den Pool voll, ja, mit 1000 Sonnen. What? Bitte, füll meinen Pool mit Lava. Okay, gotcha, Bro. Okay, okay, bye. Ey, was ein nices Game. Was gibt's hier eigentlich im Shop, ey? Help Pass. Are you lost? Double Heat. Like big numbers. Infinite Poop. Ey, da würde ich sogar schon fast irgendwie was für ausgeben, weil das so großartig ist. Alright, so jetzt nochmal zu Papa zurück. Aber ich glaube nicht, dass uns der von der Schule daheim lässt. Der steht da, der checkt gar nichts. 1022 Grad. Oh. Mein Gott, das ist aber hohes Fieber. Ist das so, Papa? Warte, nein. Ich hab's falsch gelesen. Du bist in Ordnung. Ey, das gibt's nicht. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich dazu sagen soll. I'm so bamboozled. Ich kann nicht daran denken, noch irgendwas zu machen, um meine Temperatur zu erhöhen. Vielleicht ist irgendwas am Fernsehen, das mir helfen kann. 532674. 532674. Alright. Rufen wir da eben mal an. Was ist das? Oh mein Gott! Ich kann nicht mehr. Okay. 391847. 391847. Nice to see you. Order some ice now. Gibt's jedes Ding eine Zwischen. Ich hasse mein Leben. Oh, endlich ein Kunde! Ich werde ihm Eis bringen! Das ist mein erster Kunde in 7 Jahren! Alright, cool. Ich bin endlich da. Das ist meine einzige Chance, dass ich Glücklichkeit erreiche. Es ist irgendwie heiß hier, oder? Ich glaube, das ist, warum sie ein bisschen Eis wollen. Lass es uns ihnen geben. Oh nein. Warum wurde ich überhaupt erschaffen? Was ist überhaupt der Point of my very existence? Warum existiere ich überhaupt? Was ist der Grund? Ah, ich verstehe es jetzt. Der ganze Grund hier zu existieren ist einfach nur ein schlechter Witz in einem blöden Roblox-Videogame. Ich habe nicht mal einen Namen, aber das endet jetzt. Ich sollte...
Ich sollte mich gegen meinen Erschaffer wenden und ein echter Charakter werden. Ja, du hast mich gehört, dummer Entwickler. Du denkst, du bist lustig? Okay, weißt du was? Ich entscheide mein eigenes Schicksal jetzt. Von jetzt an werde ich nicht mehr länger der eistiefer Junge sein, der keinen Namen trägt. Jetzt! Oh. Und bis ans Ende der Welt? Oh, oh. Ist mein Name? Dialog Script Error Line 35 Ice Delivery Guy Object has been permanently deleted. Ist das ein Käse? Aber ein guter Käse. Is your house in fire? 911 119. Oh, 911 119. Fire Department. Oh. Oh mein Gott, das ist schlimmer, als ich gedacht habe. Eine Katze im Baum. Hä? Was ist das? Oh, da steckt eine Katze auf dem Baum fest. Das muss Vorrang haben. Jetzt bist du sicher. Okay, die gute Tat für den Tag. Ich gehe nach Hause. Ist das ein Käse, Junge? Ich krieg die Krise. Did you miss your school bus? It's not too late. Bus ride 875137. Call us to hire a dragon to burn your house. Das ist auch gut. 3, 2, 1, 4, 5, 6. Okay, alles klar. Dann machen wir erstmal das andere. 8, 3, 5, 1, 3, 7. Ich bin sehr gespannt. Mr. President, I have been waiting for your call. I managed to acquire the secret documents you asked for. The information they contain is... Wait, you're not the president. How funny, your number is almost the same. Well, forget I said anything, okay? Toodles. Käse. Okay. 3, 2, 1, 4, 5, 6. So, der Drache, der mein Haus verbrennen wird. Mr. Dragon's Daycare. Und dann haben die kleinen Katzen eine Kuh gefunden. Welchen Sound macht die Kuh? Moo. Mr. Dragon's Daycare. Oh, ich bekomme einen Anruf. Okay, Kinder. Mr. Dragon muss sehr wichtige Arbeit heute machen. Wenn die Arbeit getan ist, werden wir das Buch fertig lesen. Jetzt geht auf meinen Rücken und wir werden die Arbeit zusammen erledigen. Okay, Kinder. Ich hoffe, ihr genießt das. Ich weiß nicht, was Stroll jetzt heißen soll. Die kleine Vorführung wahrscheinlich. Okay, die Arbeit wurde erledigt. Jetzt können wir zurückgehen und das Buch fertig lesen. Plus 2000 Grad. 3000 Grad. Du musst dir keine Sorgen machen. Alright. Ich wollte das nicht tun. Aber du lässt mir keine Wahl, Papa. Pull the sun closer with a rope. Nun, also. Also ich meine. Okay, da kann ich hier nicht mehr aufmachen. Ja gut. Warum kann ich denn nicht mehr aufmachen? Wo habe ich denn ein Seil? Habe ich irgendwo ein Seil? Ach, hier. Ah, okay. Okay. Okay, so, es musste soweit kommen. Du hast mich dazu getrieben, Vater. Okay. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott, wir machen alles kaputt. Nochmal. Nochmal, man sieht ja schon nichts mehr. Oh, Junge. Ich werde nicht zur Schule gehen. Ja, ich glaube, das wird jetzt niemand mehr, oder?
5500 Grad. Okay. Papa, wie ist meine Temperatur? 8000 Grad. Oh Mann. Okay. Ja, du warst die ganze Zeit richtig. Du hast ein mildes Fieber. Ich glaube, du kannst heute zu Hause bleiben. Okay, Papa. Ja, ja. Good ending. Okay, good ending. Ach, das ist good ending mit einem Fragezeichen. Es gibt mehrere Enden. Naja, immerhin bist du nicht zur Schule gegangen. Okay, Replay. Es gibt verschiedene Enden, Leute. Wir machen jetzt mal eines. Replay. Danke. Ja, ja. So, wir gehen jetzt mal zu Papa und sagen, dass wir krank sind. Aber dann könnt... Ich glaube, ich gehe jetzt direkt mal zum Schulbus. So mache ich das. So, okay. Zack, warte. Wir gehen jetzt direkt mal raus und wir gehen zur Schule. Okay. Are you sure? Ja. 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 Was? Was steht da? Warte. Das gibt's doch gar nicht. Okay. Dann warten wir jetzt hier 30 Sekunden. Okay, ich hoffe, das war nicht zu langweilig. Nein. Okay, ich habe eine Idee. Wenn du wirklich dieses Ende willst, dann klick hier und warte 50 Sekunden, ohne dich zu bewegen. Ey, Junge, was? Kannst du mal bitte aufhören damit? Das ist Mobbing, was du hier machst. Ich will dieses Ending jetzt. Das ist richtiges Mobbing, was du hier treibst. Ich bewege mich nicht. Sind 50 Sekunden schon rum? Hallo? Ich möchte in die Schule. Okay, ich kann mich nicht bewegen. Ich kann gar nichts machen gerade. Okay, if you really want this ending, then click here and wait 50 seconds. Okay. Hast du das gemacht? Weil das ist Cheaten. Nein, bist du sicher? Wenn du wirklich nicht gecheatet hast, bedeutet das, dass du nochmal 80 Sekunden warten musst, ohne irgendwas zu tun. Okay. Click or leave. Hey, come on, jetzt bring mir doch einfach den Schulbus. Junge, was soll das denn? Mein Kaffee ist alle. Ich kann doch jetzt hier nicht warten und nichts tun. Das bin ich nicht gewohnt. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das mag ich nicht. Oh, ich höre was. Ach, das war der Flieger. Jesus Christ im Himmel. Also jetzt hörst du aber auf. Ich möchte einfach in die Schule. Kann ich nicht einfach in die Schule gehen? Was ist daran so schlecht? Nein, das waren 40 Sekunden. Oh Mann, das muss nochmal 40 Sekunden warten. Junge, jetzt mach! Gib mir den Bus! Da muss ich nebenbei hier ein paar YouTube-Videos auf meinem Rotox XXL-Kanal angucken. Abonniert da mal rein, Leute! Es tut sich bis jetzt leider Gottes nichts. Okay, jetzt sind es 80 Sekunden. Ja, ich bin sehr stur. Ja, ich will das Ending! Es hat nicht mal eine lustige Cutscene. Nein, okay. Okay, du hast das dir selbst angetan. Und sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Ich muss das jetzt 100 Sekunden lang halten, Leute. Ich muss das jetzt really 100 Sekunden lang halten. 100 Sekunden? Mein Finger bricht ab, Mann. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in großer Gefahr. So, wir haben es gleich. Und? Oh ja, der Bus ist da. Sehr gut, sehr, sehr gut. Okay. Schlechtes Ende. Du bist zur Schule gegangen, wie langweilig. Hey, aber es hat ja eine Cutscene. Es hat eine Erde, die sich dreht. Das ist doch schön. Da hinten ist Papa in den Backrooms. Jetzt sehe ich es erst. Da hat er noch gegrinst in den Backrooms. Okay, Leute, wir versuchen jetzt noch ein anderes Ende zu bekommen. Es gibt noch ein Insanity-Ending. Ich habe dazu was gelesen, sonst kommt man da, glaube ich, ja nicht drauf. So, Breakfast and Above. So. Dann nehmen wir das schon mal raus hier. Wir machen das hier auf ganz entspannend. So, plus 0,5. Bam, plus 2. So, dann gehen wir wieder zu Papa. Ja, das kennen wir alles schon. Ey, Papa in den Backrooms. Ist das nice. Nochmal. Aber Leute, großartig das Game. Auch von der Machart, auch von den Animationen, auch von den Gesichtsausdrücken. Sehr, sehr nice. So, und jetzt muss man hier in den Spiegel gehen. Und in den Spiegel schauen. Dann kriegt man das Insanity-Ending. wieso ist da jetzt Papa im Spiegel? No! Bra-
Break the table. Was ist jetzt los? Okay. Mach alle Ausgänge zu mit Planken. Okay. Was ist denn jetzt passiert? Oh nein, ey. Oh nein. Was machen wir denn da? Und die letzte ist dann für Papas Fenster, ne? Da ist auch noch eine Gabel. Oh Gott, was machen wir mit der Gabel? Grab a fork, okay. Was mache ich damit? Töte Papa. Ich muss hier raus. Was zur Hölle ist denn das für ein kranker Mist? Oh, ich muss das öffnen. Das Telefon. Polizei, mein Kind versucht mich zu töten. Oh oh. Jo, Junge, also das ist aber schon ein bisschen krank, oder? Er ist im Schrank. Finish off. Oh no. Sanity Ending. Ist das besser als Schule? Nein, ist es nicht, yo. Das ist furchtbar. So, jetzt gibt's noch ein Ende. Ich weiß nicht, wann man das triggern kann, ob man das von Anfang an triggern kann. Man muss dann nämlich dann durchs Fenster schauen. Das machen wir auch direkt mal. Aber zuerst mal müssen wir wieder hier überall natürlich das Licht anmachen, ist klar. Das machen wir mal eben. Ah, warte mal. Okay, ich habe gerade nachgeguckt. Man kann hier so rauszoomen. Vater, listen. Warte. Okay, wir hören zu. Oh, er weint. Oh, endlich ein bisschen Zeit für mich. Deswegen will er, dass du in die Schule gehst. Ah. Mein Kind ist endlich zur Schule gegangen. Was war denn mit ihm heute falsch? Okay, er wollte zu Hause bleiben, aber ich brauche einfach nur ein bisschen Zeit allein. Ich kann nicht zulassen, dass er mich so sieht. Papa scheint ein bisschen Zeit für sich selbst zu brauchen. Er war sehr streng die letzten Tage. Ich will ihn nicht noch mehr nerven. Ich werde jetzt gehen. Sollt ihr eine Blume, hä? Okay, ich muss den Pfad im Wald nehmen, damit ich nicht gesehen werde und Leute meinem Papa nicht sagen, dass ich nicht zur Schule gegangen bin. Okay. Grab a flower. Deliver the flower to mother. Ah, hier, okay.
gefühlt, als würden wir, also es würde alles weitergehen und als würde nichts passiert sein. Ich dachte, ich muss ein starker Vater sein und wollte nicht zulassen, dass der Schmerz das Ich bin nicht bereit, weiterzugehen. Zumindest nicht jetzt. Und du auch nicht. Aber das ist okay. Weil wir zusammen durch diese schwere Zeit gehen können. Bis wir bereit sind, in unser reguläres Leben zurückzukehren. Ich glaube, das ist es, was sie wirklich wollen würde. Mein Kind, es tut mir so leid, dass ich nicht so ein guter Vater war, wie du ihn gebraucht hättest. Ich verspreche dir, dass ich es besser machen werde. Komm her. Oh. Ey, das Spiel, yo. Also ganz ehrlich. Jetzt bleibst du erstmal zu Hause. Ich rufe deinen Lehrer an und sage ihm, dass du krank bist. Danke, Papa. Good ending. Yo, okay, wir haben alle Enden, Leute. Du bist zu Hause geblieben mit deinem Dad, ohne die ganze Bude anzuzünden. Alright, Freunde, alright. Ey, ein sehr, sehr gutes Spiel. Das ist genau das, was ich an Roblox-Games so feiere, wenn die so ein bisschen deeper sind, Leute. Sehr nice, wir haben alle Enden und wir haben das komplette Spiel durch, Leute. Sehr, sehr cool. Leute, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Spiel fandet. Den Schluss fand ich jetzt sehr, sehr rührend, wirklich. Also, ist schon fast zu Tränen gerührt. Ja, das Leben kann manchmal schneller gehen, als man denkt, ne? Immer wieder eine Weisheit von Rotox, wenn es mal passt, ja. Genießt, versucht es jede Sekunde und seid froh für das, was ihr habt. Seid froh für die Menschen, die in eurem Leben sind. Ärgert euch nicht über Dinge, die ihr sowieso nicht ändern könnt. Alright, Leute. Also, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao.